Das Messing-Imperium. Ich habe Hasanui Karu von der königlichen Todesfallgesellschaft im Palast getroffen. Es kann nicht schaden, sich weiter mit dir bekannt zu machen. Hasanui Karu führt die raotaische Streitkräfte in der Region an. Dank der königlichen Todesfallgesellschaft konnte Raotai Territorium rund um den Archipel erringen. Das macht die Hasanui und ihr Volk zu einer einflussreichen Macht. Es könnte in meinem Interesse liegen, mich mit dir zu treffen und herauszufinden, wo ich unsere Interessen überschneiden. Sprich mit Hasanui in der Messing-Zitadelle. Aber wo ist die Messing-Zitadelle? Muss ich mal gucken. Das ist immer noch alles, ja, das hier hat was mit den Familiendingern zu tun, die Graberstraße. Entdecke den Weg zur Graberstraße. Mhm. Gut, damit ist das alles geklärt. Jetzt sehen wir uns noch im Palast um. Das hier sieht allein schon wieder cool aus. Wasser tanzt in grazilen Kreisen rings um diese Korallenstruktur. Also ja, wenn ich dann heranzoome, das mit den Fischleuchteffekten und alles, ey. Dafür, dass das eigentlich ein 2D-Spiel ist, 2D, ein isometrisches Spiel, haben die sich arg viel Mühe gegeben. Ein stärkeres Bündnis hat Vorteile für beide Seiten. Oder willst du etwa, dass die Raotai uns alle verschlingen? Ach, da redet ein duader Diplomat mit. Hallo, Watcher. Clearly you are an interesting man to know. Da redet gerade ein valianischer Diplomat mit einem Huana, wahrscheinlich um, also ja, um es klarzustellen, es gibt die Todesfeuergesellschaft, die valianische Gesellschaft und dazwischen liegen die Huana, die Einheimischen vom Todesfeuerarchipel. Und beide Gesellschaften wollen unbedingt, dass die Huana auf ihrer Seite sind. Ado, wenn ich da bist, du bist ganz eindeutig ein interessanter Mann und sie versucht gerade mal einen Huana auf ihre Seite zu ziehen. You should speak with Governor Alvari in our headquarters down the mountain in Queen's Berth. Du sollst mit Gouverneurin Alvari in unserem Hauptquartier sprechen. Du findest es am Fuß des Berges im Ankerplatz der Königin. Gut, was ist mit dir hier? Dieses Porträt. Nee, wer hat sich das ausgedacht? Domingo ist ein hochgewachsener Mann mit dunklen Haaren in einer Rüstung. Normalerweise wirst du auf solche Dinge ja nicht achten, aber seine Rüstung ist sehr ungewöhnlich. Sie schimmert in einem dunklen Grün und zeigt das Abbild eines goldenen Baumes. Mit der Hand auf dem Knauf seines Schwerts beobachtet der Mann aufmerksam die Menge, gleichzeitig entspannt und wachsam. Als er dich entdeckt, kneift er die Augen zusammen. What do you need of me? Was willst du von mir? Die Stimme passt so gar nicht zu dem Gesicht. Er betrachtet dich argwöhnisch, als sei er sich noch nicht sicher, ob du nicht vielleicht eine Schlange bist, die ihn beißen könnte. Well? Nun, erzähl mir von dir. Zuerst reagiert er zögernd, ist sich deiner Absicht nicht sicher. Mit zusammengekniffenen Augen betrachtet er dich abschätzend, dann nickt er. Du trägst eine höchst interessante Rüstung. I suppose it is. Are you familiar with the Shieldbearers of St. Elka? We are a paladin order. Das könnte sein. Ja, hast du schon einmal von den Schildträgern von St. Elka gehört? Wir sind ein Paladinorden. Oh, Eri gehört zu denen. Schütteln wir mal den Kopf. The order began as guards for Elka. A noblewoman emissary of Kulkin, who bartered for peace with the kingdom of Vadir. Zu Anfang war der Ort nichts als eine Wache für Elka, eine adlige Gesandte von Kulkin. Sie hat mit dem Königreich von Edir über ein Friedensabkommen verhandelt. The Order's founders were forbidden to bring weapons to the meeting, and she was attacked. With only their shields to aid them, they fought off her attackers and brought her to safety. Den Gründer des Ordens war es verboten, mit Waffen zu Verhandlungen zu erscheinen. Dann hat man sie angegriffen. Ihre Wache besaß nichts als die Schilde, um sie zu verteidigen. Dennoch ist es gelungen, ihre Angreifer zurückzuschlagen und sie in Sicherheit zu bringen. She later died of her wounds, and the Shieldbearers of St. Elka were born in her memory. Später ist sie ihren Wunden erlegen und zur Erinnerung an sie sind die Schildträger von St. Elka entstanden.
Er räuspert sich laut und vernehmlich. I am the son of a disgraced noble family. My father and brothers were executed for treason when I was a boy. Rightfully so, I must add. And my mother, sister and I were thrown out on the street. Ich bin der Sohn einer in Ungnade gefallenen adligen Familie. Mein Vater und meine Brüder wurden wegen Hochverrats hingerichtet, als ich noch klein war. Und das war nur gerecht, möchte ich hinzufügen. Sicher, dass sie Hochverräter waren? Meine Mutter, meine Schwester und mich hat man auf die Straße gesetzt. Vor allem war das mal wieder Wodika, die hier Hochverrat Anklagen begangen hat. Das kennen wir ja zum Genüge. All we had to our names was a trunk full of heirlooms. One of them was this suit of armor, which belonged to my eldest brother. Now I endeavor to live up to its promise and redeem my family's honor. Unser gesamter Besitz bestand aus einer Truhe mit Erbstücken. Eines dieser Erbstücke war diese Rüstung. Sie hat meinem ältesten Bruder gehört. Jetzt bemühe ich mich darum, den Anspruch dieser Rüstung gerecht zu werden und die Ehre meiner Familie wiederherzustellen. That's the long and short of it, really. Das ist alles in Kurzfassung. Erzähl mir von dir. I suppose it is. Word of our order travels far then. Good. Da hat sich also die Kosovo-Sorden schon weit verbreitet, das ist gut. Ja, du hast es mir gerade erzählt, der räuspert sich. Really. Kannst du mir das beibringen, was du als Mitglied der Schildträger gelernt hast? Well, you would need to become a shield-bearer yourself to really learn it all. I suppose I can teach you a thing or two as we stand here. The privilege will run you 3000 copper, however. Wow. Du müsstest selbst ein Schildträger werden, um wirklich alles zu lernen. Aber ich denke, ich kann dir erst einmal gleich ein oder zwei Dinge beibringen. Dieses Privileg würde ich allerdings 3000 Kupfermünzen ärmer machen. Ich denke nicht. As you like. Wie du willst. Das schreiben wir aber auch gleich mal auf. Notizen neu erstellen. Lehrer. Nekataka Palast. Schild, Paladin, 3000 KP für Athletik und Punkt, weil ich schon wieder vergessen habe, was es war. So. I'm here. Palastsänger. Palastina, die sagt wahrscheinlich nichts. Nö. Ich frag mich gerade ernsthaft, du musst weit gesegelt sein, um hierher zu kommen. Jetzt sind wir im oberen Bereich. Gemächer der Königin, Gemächer des Prinzen. Ob's klug ist. Ich glaube nicht, dass wir da einfach so rein dürfen, oder? Doch, dürfen wir. Ist sie gerade da? Palastina. Also, klauen werden wir hier sicher nichts. Die Seiten, die zwischen den Büchern verstreut liegen, weisen eine seltsame Ahnung von Buchstaben auf. Von denen ich alle zum Alphabet der Huana gehören. Also wahrscheinlich irgendein leicht fremder Brief. Und ja, ich kann euch schon mal wahrscheinlich gleich vorher sagen, wir werden eine Weile in der Stadt bleiben, bis wir hier uns alles angeguckt haben. Weil es ist ja mal wieder, wie es immer ist. Die Hauptstadt ist riesengroß und es gibt so viel, was wir auch mitnehmen müssen. Weil wir sonst einfach unterlevelt sind. Songwriters need a guild if you hope to learn discipline. Not so. We speak in the tongue of Ngati and Amira. Your pretty dances may upset the puddle, but we command the wind and sky. Hey, I have missed our little talks. Ikara. Ihr Songschreiber braucht unbedingt eine Gilde, wenn ihr jemals Disziplin lernen wird. Das stimmt nicht. Wir sprechen mit den Zungen von Ngati und Amira. Dein hübsches Tänzchen kann ja vielleicht eine Pfütze beeindrucken, aber wir gebieten den Wind und den Himmel. Haha, ich habe unsere kleine Unterhaltung vermisst. Haha, Ikera. Also ja, ein Wasserformer und ein Sturmsprecher.
Noch mehr Wasserformer. Da gehört es raus, geht zur Schlangenkrone. Das ruhige Plätschern des Brunnens ist in diesem geräumigen Zimmer ein ständiges Hintergrundgeräusch. He smells one touched by the great eel, does Barati. Barati riecht jemanden, der vom großen Aal berührt wurde, also mal wieder Beraf in der Amauna-Variante. Ein wuchtiger Amauna neigt seinen Kopf nach oben und sieht zu dir herunter, seine Nasenflügel heben, erbeben vor hungrigem Interesse. You are a man who sits across a fire with death, Akira. Du bist ein Mann, der mit dem Tod an einem Lagerfeuer sitzt, Akira. Ja, die bleiche Ritterin und ich sind Bekannte. Er nickt und faltet seine Hände in einem stillen Genuss, okay? For glutting mighty Tangaloa and hurling foes into their next life, Barati can offer payment. Barati bittet for feeding hungry gods. Akira. Barati bietet Bezahlung für die, die mächtigen Tangalo stopfen und Feinde das nächste Leben befördern. Münzen für das Füttern hungriger Götter, Akira. Akira, du sammelst Kopfgelder, schweigt nicken. Akira. Rewarding those who appease the great eel. This is Barati's cause. May the beasts of the dreaming lands never know famine. Die zur Belohnung, die den großen Aal zufriedenstellen, das ist Baratis Pflicht. Mögen die Bestien der träumenden Lande niemals Hunger leiden. Barati neigt seinen Kopf und berührt seine Stirn. Diese Pose hält er voller Ehrfurcht. Welche Kopfgelder hast du denn zu vergeben? Tangaloa rolls a hungry eye toward Dichila, a Valian captain who scouts for luminous Adra in sacred lands. Tangaloa wirft ein hungriges Auge auf Dichila, eine valianische Kapitänin, die auf heiligem Boden nach leuchtendem Adra sucht. Barati quetscht seine Knöchel bis ins Schneeweiße sind. Das Kopfgeld nehme ich an. Akira, Tangaloa knew it would be so. Dichila sails her voyager Elysio around the waters south of Nikitaka. The great eel hungers for her soul. Akira, Tangalo, wusste, dass es so kommen würde. Dichila segelt auf ihrem Erkundungsschiff der Elysio durch die Gewässer südlich von Nikitaka. Der große Aal verzehrt sich nach ihrer Seele. Barati berührt seine Stirn und neigt seinen Kopf. Bevor ich aufbreche, habe ich noch einige Fragen. But do not keep the great eel waiting. Frage, aber lass die großen Aal nicht warten. Hast du noch mehr Kopfgelder? You know Tangaloa's appetite already, my feeder. You have your assignment, and someone in the Isles must die. Du kennst Tangaloa's Appetit bereits, werter Ernährer. Genauso kennst du deinen Auftrag. Jemand auf dem Insel muss sterben. Bring nourishment to the great eel, and there will be more work in time. Gib dem großen Aal Nahrung, und mit der Zeit wird es mehr Aufträge für dich geben. Barati greift nach deiner Schulter und drückt zu, während er dir die Augen sieht. Dann lässt er dich gehen. Ich jage noch über die Kia. Continue the hunt, good feeder. Tangaloa knows you are devoted to the great meal to come. Dann jage weiter, werter Ernährer. Tangaloa weiß, dass du dich dem großen Festmahl, das es bevorsteht, voller Hingabe widmest. Barati neigt den Kopf. Return when the kill is complete, no sooner. Komm wieder, wenn du getötet hast, nicht früher. Dann leb wohl. Ja, weil ich hätte immer noch Kopf von Meryl. Blut tropft unten aus dem Jutensack, aber die grausige Trophäe ist ansonsten gut darin versteckt. Ich dachte, dass ich die auch da hier abgeben würde. Dieses Medaillon schmückte einst den Hals eines valyrischen Würdenträgers, das ist auch bekannt. Also ja, das fällt wahrscheinlich. Ah, Kopfgeld Huana. Barati hat mich damit beauftragt, die Sila, eine valianische Kapitänin, die das Indigo-Schiff verließ und kommandiert, zur Strecke zu bringen. Wenn ich beweisen kann, dass ich die Kapitänin getötet habe, werde ich ein Kopfgeld erhalten. Die Sila kommandiert das Entdeckungsschiff verließ und setzt sich oft in den Gewässern südlich Nikitakas auf. Ja. Mache ich mir damit nicht das Leben mit den Valianern schwer. Die mich sowieso schon leicht nicht mögen. Weil hier sind meine. Ja, da dürften noch ein paar.
zusätzliche Fraktionen hinzukommen, weil irgendwie fehlt noch die Todesfeuergesellschaft. Die Dämmerungssterne mögen mich und Port Maya mag mich. Ja, und hier wird's auch übervoller. Ich glaube, hier sind wir bald am Ende mit den Gefährten, also den richtigen Gefährten. Gut. Hm? Certainly. Zeigen die Götter dir viele Omen? Ich bin ein Omen, wenn du das genau wissen willst. Mögen die Fische in dein Boot springen? Ja, mögen sie. Da geht's noch zum Dach hoch. Okay. Da gehen wir mal zum Dach hoch. Gucken, was da oben ist.